Hallo Leute, willkommen hier zu unserem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel. Und zwar geht es heute um die Unified Rules. Mein Name ist Deniz Hacı Abdurrahmanoğlu, CEO der German MMA Championship. Gleichzeitig bin ich auch Kampfrichter und Referee. Meine Assistentin Lorena Cubero wird mir dabei heute zu Hilfe sein. Und zwar, die neuen Unified Rules bedeutet, man darf Knie und Kicks zum Kopf des Gegners machen, wenn seine Hände am Boden sich befinden. Das heißt, der Grounded Opponent, so wie man ihn bezeichnet, das heißt, der Gegner, der sich am Boden befindet, ist nicht mehr grounded, wenn er eine Hand am Boden hat. Gerade an der Cage Wall, komm an die Cage Wall. An der Cage Wall ist es oft so, dass jemand sich unten aufstützt und dadurch durfte ich keine Knie oder Kicks zum Kopf machen. Das ist nun anders. Sollte ich sie unter Druck setzen an der Cage Wall und sie hat eine Hand nur am Boden, darf ich Knie zum Kopf machen. Ebenso, wenn sie zwei Hände am Boden hat, ist sie immer noch nicht der sogenannte Grounded Opponent. Das heißt, ich darf Knie, aber auch Kicks zum Kopf machen. Einzig, wenn das Knie den Boden berührt, ist sie der sogenannte Grounded Opponent. Das heißt, sie befindet sich am Boden. Hände weg. Das heißt, Knie am Boden darf ich keine Knie mehr zum Kopf machen, auch keine Kicks, sondern nur den Oberkörper angreifen mit Knien. Okay, nochmal zum Verständnis. Sobald eine Hand am Boden ist, das Knie aber oben, befindet sie sich nicht mehr am Boden. Das heißt, ich darf Kicks ausführen zum Körper und zum Kopf. Eine Hand, zwei Hände spielen dabei keine Rolle. Das ist die erste Änderung. Die zweite Änderung sind die 12-to-6 Ellenbogen. Ja, gerade am Boden sich befindend, zum Beispiel in der Side Control oder in der Guard. Wenn ich die Position habe, durfte ich nur von der Seite Ellenbogen zum Kopf machen. Das hat sich nun geändert. Das heißt, die 12-to-6 Ellenbogen, die sind legal geworden. Ja. Legale Ellenbogen, alles darf ich dann machen. Die neue Änderung, Dankeschön Lorena, der Unified Rules, in Kraft getreten schon seit Oktober 2024. Wir führen das jetzt im November 2024 ab der nächsten großen GMC-Gala ein. Ja, in diesem Sinne, bitte macht euch Gedanken, befasst euch damit im Training schon, damit keine Missverständnisse während des Kampfes entstehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.